13. Juli 2018, 19.41 Uhr, Julian Nagelsmann sah einen Sieg seiner Mannschaft auch dank eines Treffers von Neuzugang Leonardo Bittencourt. Champions League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim den ersten Test der Vorbereitung gewonnen. In Garmisch setzten sich die Kraichgauer gegen den Drittligisten SPVGG Unterhaching 3:0 durch. Der ehemalige Kölner Bittencourt erzielte in der 26. Minute den Endstand. Zuvor hatte Nadim Amiri doppelt getroffen, 19.23. In seinem ersten Pflichtspiel der Saison muss das Team des nach der Spielzeit zum Ligakonkurrenten RB Leipzig wechselnden Trainers Julian Nagelsmann am 18. August im DFB-Pokal beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern antreten. In der Bundesliga eröffnet der Klub 6 Tage später bei Rekordmeister Bayern München die Saison.